Ja, es funktioniert. Meine Damen und Herren, begrüße Sie sehr herzlich. Trotz Ferienbeginns freue ich mich, dass Sie doch zahlreich gekommen sind zum traditionellen Abschluss unseres Moduls Verstehen im Leuphana-Semester. Abschluss nämlich mit einer Podiumsdiskussion, die auch dem Semesterthema gewidmet ist. Und dieses Semesterthema war ja in diesem Wintersemester Globalisierung. Sie werden sich vielleicht wundern, wenn Sie das auch die Einladung schon gesehen haben, dass wir auf dem Podium keinen Ökonomen haben, weil heute wird ja Globalisierung hauptsächlich unter ökonomischen Gesichtspunkten diskutiert. Wir wollen einen etwas anderen Weg beschreiten und zeigen, dass vielleicht die kulturelle Globalisierung erstens früher und zweitens auch vielleicht entscheidender ist als die ökonomische. Und deshalb freue ich mich, dass wir hier auf der einen Seite eine Philosophin und auf der anderen Seite einen Historiker haben. Ich begrüße zunächst Frau Sibylle Krämer, die bis 2018 eine Professur für theoretische Philosophie an der Freien Universität Berlin innehatte, in den Jahren 2005 bis 2008 auch Fellow am Wissenschaftskolleg in Berlin war und seit, ich glaube, 2010 Mitglied des Senats der DFG auch ist. 6 Jahre. Das ist immerhin auch für Sie wahrscheinlich eine Erleichterung teilweise. Vorher war sie sogar mal Mitglied des Stiftungsrates hier dieser Universität. Inzwischen ist sie aktuell Gastprofessorin hier an der Leuphana, was auch für Achatz von Müller gilt, den ich auch gleich vorstellen will. Die Forschungsschwerpunkte von Frau Krämer sind der Rationalismus, der philosophische Rationalismus, historisch, aber auch systematisch, Erkenntnistheorie, Theorie des Geistes und Sprach- und Medienphilosophie. Und ich habe gerade gehört, dass sie im nächsten Semester auch etwas zur Sprachphilosophie hier anbieten wird, was ein gewisses Desiderat in unserer Lehre seit Jahren darstellt. Achatz von Müller werden Sie inzwischen hinreichend kennen, war ja auch lange Zeit hier Leiter des College, Historiker, bis 2013 Professor für Geschichte des Mittelalters an der Universität Basel, inzwischen eben auch Gastprofessor hier an der Leuphana. Forschungsschwerpunkte, mittelalterliche und frühneuzeitliche, muss man sagen, Stadt-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte, aber auch historische Bilderkunde, was ihn mit den Kunsthistorikern auch verbindet. Also wir werden sozusagen das Thema Globalisierung von einem eher theoretischen und dann aber auch von einem eher historischen Aspekt hier behandeln. Ich hatte mir so vorgestellt, dass wir eine Zeit lang hier maximal eine Stunde auf dem Podium diskutieren und uns dann sozusagen zu Ihnen im Publikum öffnen. Wir müssen relativ pünktlich Schluss machen, weil der Hausdienst auch so schon Überstunden macht, aber diese Überstunden nicht noch ins Unendliche ausdehnen möchte. Ja, Globalisierung, bevor wir sozusagen zu den Dimensionen kommen, vielleicht einfach ganz schlicht zum Begriff. Ich frage mich oft, ob dieser Begriff nicht an sich schon problematisch ist. Denn was soll er eigentlich heißen? Wäre es nicht viel besser, von Euro-Amerikanismus oder Verwestlichung zu sprechen, wäre das nicht ehrlicher? Also ich erinnere daran, dass Edmund Husserl, der Begründer der Philologie, von Europäisierung der Menschheit zum Beispiel gesprochen hat. Denn es sind doch die Wirtschaft und Lebensformen westlich kapitalistischer Prägung, die ihren Siegeszug vor allen Dingen nach 1989 über die Welt begonnen haben. Deshalb, wie gesagt, gebe ich die Frage sofort mal an Frau Krämer. Können Sie etwas mit dem Begriff Globalisierung anfangen oder würden Sie eher einen anderen Begriff vorziehen? Ich möchte zuerst auch noch mal vorweg sagen, dass ich hier eigentlich, ich hoffe mal als gebildete Laie sitze, tatsächlich an das tun wir alle, Frau Krämer, das tun wir alle. Globalisierung in meinen eigenen Forschungen, die eher eben auf Medien und Theorie abzielen, noch kaum eine Rolle gespielt. Trotzdem finde ich es natürlich herausfordernd. Also Sie fragen mich jetzt, was ich von diesem Begriff halte. Ja. Also denken Sie mal an den Globus. Da sehen wir den Erdball, aber wir sehen ihn von ganz weit oben und wir wissen auch, dass dieser Globus ein künstliches Artefakt ist. Also
so etwas wie ein globaler Blick auf unseren Planeten und auf unsere Erde bekommen wir ja gar nicht durch unsere alltägliche Erfahrung, sondern das ist etwas, das uns Bilder, beim Globus sogar räumliche Artefakte, zeigen, und es ist etwas, das durch und durch artifiziell ist. Und mir ist zuerst mal wichtig zu betonen, dass tatsächlich, wenn man an den Globus denkt, es ein Blick von außen, die Philosophen sagen manchmal auch ein Blick von nirgendwo, oder können sagen von Gottes Auge her gesehen, es ist also ein Blick von außen auf die Welt. Aber Globalisierung ist natürlich etwas, das im Grunde genommen uns alle, und zwar in unserer Lokalität und Partikularität betrifft. Und deshalb würde ich, um jetzt nicht das zu lange zu sagen, als ganz kurze erste Antwort geben, wenn man daran denkt, dass die Idee des Globalen nichts ist, das sich im Alltag aufdrängt, sondern dass man über Medien, über Bilder und Schriften sich überhaupt nur vorstellen und aneignen kann. Und wenn man dann noch bedenkt, dass natürlich das Globale immer nur aus der Sicht des Lokalen sich erschließt, dann habe ich nichts gegen diesen Begriff. Dann kann der schon ein abendfüllendes Gespräch ergeben. Ja, vielen Dank. Ach, Hartz von Müller, würden Sie zustimmen, dass man eher, also einmal das Argument von Frau Krämer aufnehmen, dass man eigentlich immer gucken muss, von welcher Perspektive man auf den Globus eigentlich guckt, dass es keine natürliche Perspektive ist? Und würden Sie dann zweitens historisch auch sagen, dass vielleicht der Begriff Europäisierung oder Euroamerikanismus oder Verwestlichung vielleicht viel passender wäre für diesen Prozess, der sich ja über eine unendliche lange Zeit ausgedehnt hat? Wir haben ja nur die Spitze im Augenblick, ne? Also, hören Sie mich? Ja, ich höre mich wenigstens. Ich greife natürlich nicht zum Mikro, weil ich eigentlich aus der Vor- und Frühmoderne komme. Da gab es noch keine. Da musste man selber sprechen. Die Problematik des Begriffs Globalisierung ist sehr gut beschrieben worden eben. Es ist in Wirklichkeit eine Projektion. Es gibt den Blick nicht, aber es gibt eine Geschichte der Projektionen, die alle in diese Richtung weisen, wenn man denn diese Richtung einschlagen will. Deine Frage lautete ja, wie das mit sozusagen der westlichen Provenienz steht. Die ist natürlich gegeben. Und dennoch ist darin auch ein ungeheurer Herrschaftsanspruch und eine Durchsetzung von Herrschaftsgesten und Unterdrückung am Werk, die sich auf wahrlich nicht den Westen, sondern im Gegenteil auf alles, was nicht westlich ist, richtet. Ja. Und das ist vielleicht ein besonderes Problem. Deswegen hat Emanuel Wallerstein in seiner epochemachenden Studie über die Entstehung dieses Projektionsprozesses im Sinne einer ökonomischen und zugleich aber auch kulturellen Durchsetzung von westlichen Interessen, westlichen Werten und dabei eben zu gleicher Zeit auch westlicher Selbstbedienung von einem modernen Weltsystem gesprochen. Die Entstehung des modernen Weltsystems lautet sein großes, inzwischen fünfbändiges Werk. Und ich glaube, das trifft es sehr, sehr gut, weil es in der Tat genau das auf den Punkt bringt, was du mit amerikanischer und europäischer Herkunft meinst. Denn es geht natürlich dabei auch um die Prozesse, die wir insgesamt als kolonialistisch bezeichnen, also die Entstehung von Kolonialimperien. Und da komme ich auf einen zweiten Begriff, nämlich das Imperium.
Das heißt, auch Imperien haben ihre Projektionen, in diesem Fall nicht globaler, sondern interessanterweise universalistischer Art. Und dieser Anspruch, das Universum gleichsam in der Hand zu halten, und dabei ist es egal, ob das die ganze Welt ist, sondern entscheidend ist, dass es die Welt ist, mit der man tatsächlich Herrschaft ausüben kann. Also die großen orientalischen Reiche, das römische Imperium. Bis hin, und dann kommen wir genau auf deinen Punkt, zu den großen Versuchen der Neuzeit, insbesondere der frühen Kolonialmächte, gipfelnd in dem imperialen Anspruch Englands und darauf aufgesattelt, dem scheinbar unimperialen, aber in Wirklichkeit so intensiv imperialistisch wie eigentlich in der Realisierung nie zuvor, dem amerikanischen Anspruch. Und diese Globalisierungen stecken eigentlich tief in der Geschichte der Imperien und lösen sie zu gleicher Zeit ab. Und das ist ein interessanter Prozess. Ich glaube, es ist wichtig. Ja, direkt dazu. Gerne. Ja, da darf man auch mal so zwischengehen. Wir dürfen alles. Also, das ist ja richtig mit der Europäisierung und Amerikanisierung. Wer würde das nicht sehen? Aber ich glaube, wenn das Wort Globalisierung benutzt wird, da schwingt da eigentlich eine Art von Entgrenzung und auch Kontrollverlust mit. Also bei Amerikanisierung, Verwestlichung hat man ja das Gefühl, das ist eine imperiale Strategie, so am Vorbild des Kolonialismus gewonnen. Ich glaube aber, dass mit der Globalisierung und mit dem wirklich, wir müssen uns darüber noch unterhalten, was es eigentlich ist, aber mit dem wirklich grenzüberschreitenden Impuls der Globalisierung tatsächlich ein Verlust von Steuerung und Kontrolle verbunden ist, einschließlich der eventuell problematischen politischen Konsequenzen. Aber dazu kommen wir sicherlich noch später. Das hat. Ich will mal sagen, dazu gibt es wirklich ein interessantes neues Buch, genau diesen Prozess betreffend, der gleichsam Aufgabe von Steuerungsmöglichkeiten und der eigentlich der verspürbaren Notwendigkeit geradezu, Steuerungsverluste triumphierend hinzunehmen. Das ist nämlich das Buch von Quinn Robodian, in dem dieses heißt, Globalisten, das Ende der Imperien und die Geburt des Neoliberalismus. Und unter Neoliberalismus versteht er genau das, was Sie jetzt ansprechen, nämlich Steuerungsverluste und stattdessen Systemherrschaft eines unsteuerbaren und tatsächlich in sich selbst gleichsam verankerten, ohne Reflexion dabei allerdings vorgehenden Ökonomisierungsprozesses. Und das ist eine interessante These. Das heißt, dahinter steckt das alte universalistische Konzept, fast könnte man sagen, wie noch eine Art von Restlegitimation, eine Art legitimatorische Verankerung in der Geschichte zu haben und zu gleicher Zeit zu verdecken, dass es in Wirklichkeit ein von dieser Geschichte ganz abgelöster Prozess der Kontrollverluste ist. Und das ist, glaube ich, nicht uninteressant. Das entspräche sehr intensiv Ihrer Vorstellung. Ich finde es wichtig festzuhalten, dass es auf der einen Seite den Kontrollverlust geht und auf der anderen Seite aber jede Bewegung formuliert auch Gegenbewegungen, Widerstände natürlich gegen die Dominanz des, sagen wir, Westens gibt. Also ich glaube, wichtig ist festzuhalten, da bin ich Ihnen auch sehr dankbar, Herr von Müller, dass Sie darauf hingewiesen haben, dass wir natürlich eine lange Geschichte der Globalisierung haben und die ökonomische, die wir im Augenblick diskutieren, eigentlich nur die Spitze des Eisbergs ist. Also Sie haben auf den Kolonialismus hingewiesen, müsste auf die christliche Mission im Grunde schon hinweisen. Also alles Dinge, die sozusagen der weltweiten Verbreitung westlichen Denken und westlicher Werte ja enorm Vorschub geleistet haben. Das heißt, Globalisierung ist eine kulturelle und eine politische Bewegung. Und gleichzeitig aber, das werden wir auch gleich nochmal näher diskutieren, haben sich auch sehr schnell und sehr früh schon Widerstände gegen die Dominanz des Westens erhoben. Also einmal natürlich der ganze Bereich des Fundamentalismus,
Denken Sie auch an den Islamismus zum Beispiel. Aber in allen Weltreligionen eigentlich gibt es diese Strömungen. Also zunächst auf dem Feld der Kultur und Religion gab es die Widerstände. Dann gibt es natürlich heute auf dem Feld der Ökonomie, denken Sie an die Attac-Bewegung oder sowas. Also da werden wir auch noch darüber zu sprechen haben, was es eigentlich bedeutet, dass plötzlich als Gegenbewegung traditionelle Werte, traditionelle Lebensformen so eine Renaissance erleben, dass der Begriff der Nation eine Renaissance erlebt. Auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Regionale Produktion, wir haben das ja auch hier in Lüneburg, auch auf der letzten Utopiekonferenz diskutiert. Lokale Märkte werden wichtiger. Das sind alles Gegenbewegungen gegen diese, auch für viele Leute als unüberschaubar und undurchschaubar erlebten Prozess dieser sogenannten Globalisierung. Aber ich will noch auf einen Punkt hinweisen und ich freue mich, dass wir einen Historiker ja heute Abend erstmal hier haben. Wie entstehen eigentlich globale Räume? Die Frage, die Frau Krämer ja im Augenblick gestellt hat, ist ja keine natürliche Sicht auf die Dinge. Ich sehe mich in meiner Umgebung, aber ich sehe in der Regel, wenn ich nicht Raumfahrer bin, und das war natürlich ein wichtiges Ereignis, Sie erinnern sich die ersten Bilder, die aus dem All auf die Welt, diesem blauen Planeten geschossen wurden, wo man dachte, ja, jetzt entsteht ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl, wenn man sieht, was für ein kleines, unendlich wertvolles Kristall das sozusagen im großen Weltall ist. Also wir haben normalerweise diesen Blick eben nicht. Wie entstehen eigentlich globale Räume? Herr von Müller, wie könnten sich das, gibt es historisch da, also ich will Ihnen eines sagen, also es gibt, ich habe neulich eine Studie gelesen, ich habe gesagt, dieser Ausbruch des Krakatau war eine der ersten globalen Ereignisse, weil plötzlich Wissenschaftler auf der ganzen Welt erstens mit den Folgen zu tun und zweitens aber auch sich zusammenschlossen, um das zu untersuchen. Ja, Katastrophen imaginieren, das ist richtig, denn also auch der berühmte Vesuvausbruch des Jahres 74 nach Christus ist ja nichts anderes als eine Wahrnehmung durch Plinius, der sozusagen feststellt, dass es eine Katastrophe ist, die weit über den Raum hinaus wirkt und so etwas wie eine ungeheure Verletzlichkeitsbewusstheit in dem so sicheren römischen Imperium hervorruft. Das heißt, auch gerade solche Katastrophen, wie du sie erwähnst, wie Plinius sie erwähnt und wie wir natürlich diese unglaublichen Ausgrabungen in Pompeji und Herkulaneum vor Augen haben, sind Erschütterungen, die neue Raumvorstellungen und neue Wahrnehmungsmuster durchaus hervorrufen können. Aber interessant ist, dass die frühen Imperien, die ja Globalisierungsansprüche hatten, also besser gesagt Globalansprüche und deswegen eigentlich als Ahnenherren solcher umfassenden Universalisierungsprozesse angesehen werden können, hatten eigentlich kein Raummodell, sondern sie hatten eine Projektion von gleichsam Interaktion zwischen Himmel und Erde. Die Götter garantieren gleichsam das Übergreifen auf den gesamten vorstellbaren Raum, für den man selbst eigentlich so gut wie keine Ansichten hat. Interessant ist aber dann, dass nach dem Imperien, ich nehme auch noch mal den mittelalterlichen Universalanspruch dazu, der auch eigentlich keine Raumvorstellung entwickelt, aber eine Herrschaftsvorstellung, nämlich eine Dominanz von Herrschaft in einer Hand. Die frühkolonialen und kolonialen Bewegungen nicht ohne Kartografie, also ohne Raumvorstellung zu denken sind. Die Kartografie begleitet diese modernen Imperium, die, wenn man so will, durch ihre Verbindung von ökonomischen, politischen und Herrschaftsprozessen und gesellschaftlicher Hierarchisierung am Anfang unserer modernen Globalisierungsprozesse stehen, bis diese sich, und da würde ich diese These durchaus teilen, sozusagen in sich selbst verstricken, aber auch verstricken wollen, weil sie keine Kontrolle, keine reflektierbare Kontrolle dulden, bis hin also in diese Prozesse weisen. Da ist ein wichtiges Motiv die Vorstellung des Raumes, die Beherrschbarkeit des Raumes, die Kontrolle dieses Raumes und die Entfaltung der Herrschaft in diesen Raum hinein.
Und das ist wirklich etwas, was gleichsam auch mit der Vorstellung des amerikanischen Weltsystems oder des, wie Wallerstein es nennt, modernen Weltsystems noch sehr gut in Zusammenhang zu bringen ist, obwohl Wallerstein die Karten nicht mehr braucht. Denn er sagt, das moderne Weltsystem, auf dem die moderne Globalisierung direkt aufbaut, ist nichts anderes als eine Vorstellung von Zentrum, Semiperipherie und Peripherie. Und unablässig können die Rollen wechseln, aber entscheidend ist, dass sie als Rollen bleiben. Das heißt, es gibt eine Herrschaftsrolle, es gibt eine Vermittlungsrolle, eine Managerrolle und es gibt eine Produktionsrolle, die möglichst billig am Rande sozusagen dieses Systems, aber in massenhafter Form natürlich präsent, die Interaktionen am Leben hält. Konstruktion des Raumes, damit sind wir natürlich auch in einem philosophischen Thema, mindestens einem kulturwissenschaftlichen, wenn ich an den Spatial Turn denke und sowas, das spielt das natürlich eine entscheidende Rolle, Frau Krämer. Ja, ich habe eigentlich auf Ihre Frage, Herr Jamme, eben was bewirkt eigentlich Globalisierung? Eben eine ganz einfache Antwort und das ist, es müssen Praktiken gegeben sein des Austausches mit dem, was eigentlich als das Fremde außerhalb meines erfahrbaren Bereiches gibt. Also im Grunde genommen alle Gesellschaften leben von dieser Unterschied, das eigene, das Fremde. Und in dem Augenblick, wo es einen Austausch geben könnte, in dem Augenblick, wo, jetzt springe ich weit, die Eisenbahn gebaut wird, die kontinentübergreifend Räume verbindet, in dem Augenblick kann so etwas wie Globalität entstehen. Also die Frage der materiellen Bedingungen von Globalität, die liegen in den Bedingungen der Möglichkeiten des Stofflichen, des Informationellen, des wissensmäßigen Austausches. Ich meine, habe ich jetzt in dieser Vorlesung gerade erzählt, unser Zifferensystem, das dezimale Positionssystem, haben die Inder erfunden. Ein islamischer Gelehrte, Al-Chwarizmi, hat es nach Spanien gebracht. Die Europäer haben es adaptiert. Und der Kapitalismus konnte entstehen mit Hilfe dieser Art von Buchführung, die das nicht römische Ziffern, mit denen man nicht schriftlich rechnen kann, sondern diese indischen arabischen Ziffern. Also schon da gibt es eine Form der Globalisierung, die man jetzt nicht einfach nur als eine Form von kolonialer oder hegemonialer Bewegung charakterisieren kann, sondern sie tatsächlich auf einem Transfer, auf einem Transport von Wissen beruht. Und das finde ich, also die Frage, was der Raum ist, ist etwas, Raum entsteht durch Bewegung. Der ist nicht wie ein leeres Gefäß, in dem man was reintun kann oder auch lassen kann, sondern Raum ist das, was durch Bewegung erschlossen wird. Und zu diesen Bewegungen gehört eben der Austausch im ökonomischen Sinne, der Handel, aber eben auch der Austausch von Wissen. Und ich finde das, obwohl da jetzt nicht nachgefragt wurde, aber diese Komponente, dass es auch um ein Wandern der Ideen geht und dass das sehr, sehr früh eingesetzt hat, wichtig noch einmal zu betonen. Ich meine, zum Raum könnte jetzt ganz viel, aber ich will ja jetzt das auch nicht so monologisieren. Aber ich meine schon Ptolemaios, der hellenistische Geograf, hat eine Weltkarte gezeichnet mit Längen und Breitengrade. Das heißt, er hat sich streng genommen nicht gezeichnet, denn es gab keine Reproduktionsmöglichkeiten für Bilder zum damaligen Zeitpunkt, sondern er hat das gesamte Wissen seiner Zeit, Reiseberichte, Astronomie kompiliert und quasi eine Datenstruktur, also ellenlange Listen aller bewohnten Orte dieser Erde, das waren 8000 damals, die er kannte, hat er mit Koordinaten angegeben und ist dann davon ausgegangen, dass jeder Reisende sich selber eine Karte zeichnet. Sozusagen Do-it-yourself-Verfahren in der Navigation. Schon damals also hat es diese Art gegeben, ein globales Wissen zu entwickeln, das dann in den Reisepraktiken zur Verfügung stand und durch Reiseerfahrungen auch wieder verändert wurde. Unablässig. Und das ist vielleicht das Interessante,
dass in dem Augenblick, in dem diese Räume bereist werden müssen, um überhaupt tatsächlich konkreten Beziehungen in diesem Raum zu sichern und das Wissen über diese Räume und, wie Sie sagen, in die Räume hinein auch zu sichern, in dem Augenblick beginnen ja auch diese Karten sich völlig zu verändern. Sie beginnen sozusagen ihren eigentlich universalistischen Charakter, wie Ptolemaios, zu verlieren und zunächst reine Wegekarten zu werden. Das heißt, Wegesicherungsposten gleichsam im Geiste zu sein. Die sogenannte Portolan-Karte ist dabei das entscheidende Moment, in dem dieser Durchbruch dann tatsächlich funktioniert. Nämlich eine Karte, die an den Küsten sich entlang tastet, so wie tatsächlich auch die Schifffahrt sich an den Küsten entlang tastete, so lange, bis Kolumbus einen, in einer Karte, die überhaupt nicht stimmte, aber an die er erstmal glaubte, vorgesehenen Weg direkt nach Indien zu begeben. Und natürlich in Wirklichkeit zu scheitern, aber im Scheitern dabei eigentlich eine Grundlage schuf für das, was wir eben als globale Kenntnis bezeichnen können, nämlich die Vorstellung, dass die Erde wirklich rund ist und die darauf aufsetzende, nicht vorgesehene Vorstellung, dass sie eigentlich komplexer rund ist, als sie bisher angenommen wurde. Und das alles verläuft über ein Kartenwissen. Nun möchte ich aber nochmal diesen Transfer von Wissen ein bisschen problematisieren. Es war ja genau dieses Moment, in dem die Kolonialmächte, und du hast auf die Mission zu Recht dabei verwiesen, eigentlich so eine Art von Heilsbringerschaft gegenüber der anderen, der fremden Welt, sich selbst zumaßen. Und diese Heilsbringerschaft, wir missionieren euch, wir schenken euch einen richtigen Gott. Lasst ab von euren falschen Göttern, die können euch nicht helfen, die können euch nur schaden. Unser Gott, der hilft. Ihr braucht uns dafür eigentlich nur ein bisschen was zu geben von diesem nutzlosen gelben Zeug, das da bei uns rumliegt. Wir schenken euch viele schöne bunte Perlen dafür. Und zu gleicher Zeit aber das richtige Wissen vom richtigen Gott. Und dieser Gestus, der ja verlogen bis auf die Knochen ist, nämlich wir bringen euch das richtige Wissen und nehmen euch Wertloses dafür ab, der ist eigentlich ein wesentliches Moment dieses Motivs, das Wollerstein herausgearbeitet hat, also Wollerstein und seine Forschungsgruppe, muss ich dazu sagen, und eben deutlich gezeigt hat, dass dabei Hierarchien entstehen, die selbstverständlich fast informell entstehen. Natürlich entstehen sie auch formell, indem Anthropologien geschmiedet werden. Warum dürfen wir eigentlich die Schwarzen aus Afrika, wie es so unnett heißt, transportieren und auf Märkten des Westens verkaufen? Nun, weil sie auch als Menschen wertloser sind. Sie mögen vor Gott den gleichen Wert haben, wie die Frommen hinzufügen, diese Sklavenhändler. Aber in der Wirksamkeit Gottes in dieser Welt ist uns gezeigt, dass sie es nicht sind. Und diese brachiale Hierarchisierung der Weltbevölkerung steht am Anfang dieser Globalisierung. Es entsteht dabei ein Markt, nämlich dieser berühmte Dreieckshandelsmarkt, der schon selbst für eigentlich nur noch wenige kontrollierbar und überschaubar war. Und da beginnen die Schübe hin in diese Möglichkeit, über verhängnisvolle Verdunklung der tatsächlichen Prozesse, die da ablaufen, und auch das nicht wirkliche Wissen wollen über das, was da sich abspielt, tatsächlich die ersten Anschübe zu diesem neoliberalen System, das wir Globalisierung nennen, letztlich produziert wird. Wollen Sie direkt dazu? Nein, nur ein kurzer Protest. Also für mich ist Globalisierung nicht Neoliberalismus. Das ist jetzt eine lange Diskussion voraus, was ist eigentlich Neoliberalismus in dem Sinne, dass nur noch quasi das Marktprinzip explodieren zur Maxime sich macht. Aber die Globalisierung,
Dramatisierung, die ist schon bei Cicero, der daran erinnert, dass wir niemals nur die eigenen Interessen zu verfolgen haben, sondern dass es ein Interesse, wie er sagt, der Menschheit gibt und dass wir dieses zu berücksichtigen haben. Als Alexander der Große sein Imperium aufbaute, hat er Völker integriert, die vorher als Barbaren der athenischen Griechen galten. Also mir ist es wichtig, dass man den gegenwärtigen Zustand des Neoliberalismus, was das auch immer sei, noch nicht in einen Topf wirft mit der Globalisierung. Allerdings will ich jetzt auch nicht dieses Wort so verwenden, also einfach nur apologetisch oder positiv. Als Philosophin geht es mir darum, Ambivalenzen, innere Dialektiken freizulegen. Mich interessiert zum Beispiel die Frage, ich habe auf die noch keine Antwort, ich habe viel mehr Fragen als Antworten zur Globalisierung. Was eigentlich macht die innere Dynamik der Globalisierung aus, dass sie sozusagen ihre eigenen Ressourcen und ihre eigenen Voraussetzungen zugleich zerstört? Also dass etwas so dynamisch ist und etwas fördert und entwickelt und gleichzeitig dabei etwas freisetzt, was genau das Entwickelte sozusagen zum Totengräber des Entwickelten wird. Das ist zum Beispiel eine Figur der Dialektik, von der ich glaube, die ist wichtig, um zu verstehen, was Globalisierung bedeutet, aber ich kann das noch nicht auflösen. Und daran würde ich gerne weiter arbeiten oder bohren. Was ist es denn, dass das Problematische ist? Und dass der Kolonialismus und die Aufklärung, das ist ein ganz großes Thema. Die universalen Menschenrechte und die Sklavenmärkte, ein ganz großes Thema. Ich glaube aber, dass bei der Globalisierung noch etwas dazukommt. Also um zu verstehen, wo die Problemlage gegenwärtig liegt. Vielleicht darf ich ganz kurz nur mal sagen, also für mich ist es manchmal so, dass es eigentlich zwei Linien gibt. Einmal diese in Anführungsstrichen koloniale oder kolonialistische Linie, aber daneben entsteht doch auch ein Gefühl für die Einheit und Verletzlichkeit der Erde, also zum Beispiel die Konstruktion von sowas wie Weltkulturerbe oder sowas. Das sind eigentlich zwei Linien, die sich teilweise überlappen, aber teilweise auch gegeneinander laufen. Also das, was Frau Krämer sagte, ist ein bisschen eine andere Geschichte als sozusagen diese usurpatorische Vereinnahmung. Ja? Ja, man kriegt nur das eine nicht ohne das andere. Das ist ja das Problem. Also der Alexander der Große hatte ein großes Interesse, Barbarenvölker sozusagen aus ihrer Barbarei zu erlösen, denn er selbst galt als Barbar für die zentralgriechische Polis, er ist Mazedonier und das sind Barbaren. Das heißt, sozusagen Disposition seines Weltreichs liegt auch eine kompensatorische Leistung, das darf man nicht vergessen. Aber was Sie zu Recht erwähnen, ist ja der antike Humanismus, der sich erst einmal auf alle möglichen Varianten des Menschseins gleichsam affirmativ zunächst bezog. Und Ciceros große Schrift, Somnium Scipionis, ist eine großartige Vision einer gleichsam tellurischen, also würde das lieber benutzen jetzt diesen Begriff, einer nicht globalen, sondern einer tellurischen Menschheit, also einer Menschheit, die sozusagen, welche Räume auch immer noch dazukommen mögen, in diese integriert sein sollen. Und das ist selbstverständlich ein Anspruch, den die Philosophie, und das ist ihr großes Erbe, aus den antiken Traditionen entwickelt hat. Es ist zu gleicher Zeit aber auch ja nicht so, dass dieses widerspruchslos vonstatten ging, auch innerhalb der Philosophie. Und gar den religiösen Bewegungen, die sich mit der Philosophie der Aufklärung oder gegen sie verbanden, hat es Widerspruch zu dieser Konzeption gegeben. Und ich denke einfach, wenn wir von Ambivalenzen reden, dann sollten wir sie nicht an der Stelle, wo es am einfachsten fällt, nämlich wir haben sozusagen ein idealistisches Konzept von philosophischer Projektion einer
human gedeuteten Universalmenschheit und auf der anderen Seite einen furchtbar ellbogenhaften, zerstörerischen, eigentlich nihilistischen Kapitalismus, der das moderne Weltsystem ausbeutet. Das Interessante ist ja, wie diese beiden Projektionen und Prozesse sich miteinander verbinden und Widersprüche erzeugen. Und diese Widersprüche sind natürlich das Interessante, nämlich kriegen wir eigentlich die Durchsetzung, nehmen wir ein Beispiel, der allgemeinen Menschenrechte und ihrer wunderbaren Vorstellung von einer Egalität aller, kriegen wir die einfach durchgesetzt, indem wir sie nur verkünden? Oder brauchen wir dafür auch materielle Prozesse, in denen sofort Herrschaftsansprüche, Machtdurchsetzung, Korruption und alles mögliche andere sichtbar wird? Das ist doch unser Problem. Und das ist das Problem der heutigen Globalisierung. Du kriegst das eine nicht ohne das andere und das andere nicht ohne das eine. Und wie steuern wir diesen Prozess, der sich selbst als unsteuerbar vernebelt und zu gleicher Zeit mit einer Ideologie, nämlich dieser neoliberalistischen, verbindet, in der es heißt, jeder sei seines Glückes Schmied und alles möge sozusagen frei sein. Und wir erleben doch gerade, und darüber sollten wir vielleicht sprechen, eine intensive Gegenbewegung. America First ist nichts anderes als der Versuch, genau dieser Ideologie zu widersprechen und zu sagen, das nützt euch alles gar nicht. Ihr müsst eure Interessen bedenken und dann könnt ihr durch lauter kleine Verträge mit Schwächeren die ganze Geschichte zu euren Gunsten wenden. Dieses ist aber auch Globalisierung. Nur eine Globalisierung, die ganz und gar nur noch von Interessen spricht und über Interessen sich artikuliert und gegenüber der ganzen Welt aber gut Freund sein will und damit diese sozusagen Zuckerhut-Ideologie drüber schöpft. So. Hier haben wir auch, wenn ich das kurz noch sagen, natürlich auch eine ganz immense Ambivalenz, über die sich in der Tat lohnt nachzudenken. Auf der einen Seite die Wiederkehr der Bedeutung des Nationalstaates, Trump hast du zitiert, auf der anderen Seite der Verlust seiner Souveränität gleichzeitig, im Rahmen nämlich von Prozessen, die in der Tat sich nur global lösen lassen. Also die Idee vom Weltstaat konkurriert sozusagen mit ganz ja, nationalen und auch teilweise regionalen Sonderwelten. Also das ist, glaube ich, ein wichtiges Problem und das führt natürlich auf ein ganz grundsätzliches Problem, wie sind eigentlich Gemeinwesen zu organisieren, dass sie dem Druck einer bislang kaum vorstellbaren globalen, eines kaum vorstellbaren globalen Wettbewerbs politisch, sozial und ökonomisch standhalten können. Ich meine, es ist ja auch ein Punkt, der sozusagen die ganze Diskussion um die EU seit den letzten Jahren prägt, Frau Krämer, ist das, und das ist natürlich auch letztlich wieder ein philosophisches Problem. Lässt sich sowas, ja, also Habermas spricht, da werde ich gleich darauf kommen, am Ende seines neuen Buches, auch an der Geschichte der Philosophie, davon, dass eine moralische Erziehung nötig ist, um sich sozusagen diesen globalen Problemen auch zu nähern. Er führt eine ganze Reihe auf, können wir gleich noch zu kommen, aber wäre das ein Weg, ist das ein Weg, wo auch die Philosophie sozusagen einen wichtigen Punkt beizutragen hätte? Da sind wir aber wieder beim Idealismus. Ich meine, Schillers ästhetische Erziehung des Menschen, Kant-Idee des Weltfriedens, des ewigen Friedens, diese Ideen sind ja als pädagogische Ideen alle vorhanden, aber sie scheitern an den ökonomischen, materialen und vor allen Dingen aber auch kulturellen Bedingungen der Welt. Ich finde, wir haben noch zu wenig darüber gesprochen, dass die Globalisierung sich ja vollzieht in einem Rahmen, der durch eine Vielfalt völlig divergierender Kulturen charakterisiert wird. Wir haben von der Menschheit gesprochen, das war mir auch wichtig, es gibt diese Idee und wir haben tatsächlich alle etwas gemeinsam als Lebewesen, nicht nur unterhalb der Menschen, sondern auch mit der Natur. Eigentlich, entschuldigen Sie, das geht jetzt drunter und drüber, aber wollte ich zwischendurch mal an Alexander von Humboldt erinnern, der, wenn Cicero die Menschheit als einen Bezugspunkt nimmt, so hat Alexander von Humboldt zum ersten Mal die Natur als ein ganzheitliches ökologisches System entdeckt, muss man fast sagen, und stark gemacht. Aber wohlgemerkt, an Ideen mangelt es ja nicht. Womit wir konfrontiert sind, sind ja die Probleme der Vielfalt von Kulturen, die ihre Werte nicht mehr teilen. Die Grundidee der Demokratie, Demos-Volk, ist, dass es ein Volk gibt,
gibt, das in gewisser Weise aufeinander hören kann, miteinander reden kann und bestimmte Prinzipien miteinander teilt und auf Augenhöhe miteinander verkehrt. Für die Griechen galten das für die Männer der Polis, nicht für die Frauen, nicht für die Sklaven. Das wissen wir alles gut genug. Also immer schon ist diese Idee des Demos, der sich politisch organisiert, einer, der immer auch exkludiert, also Ausschluss, das Volk, ist immer dadurch definiert, dass es welche gibt, die nicht zum Volk gehören. Das ist ganz klar, aber das Problem heute ist doch, dass wir in Anbetracht der religiösen und kulturellen Differenz nicht mehr davon ausgehen können, Hartmut Rose hat das genannt, das Gemeinwohl als Resonanzfähigkeit, dass wir uns heute nicht mehr wechselseitig zwischen den Kulturen resonant verhalten können. Und vielleicht gilt das ja auch sogar für die Eliten. Also ich habe an mir beobachtet, dass ich schon kaum mehr in der Lage bin, denjenigen, die den Brexit verteidigen, die Trump verteidigen, noch zuhören zu wollen. Und ich entdecke an mir selber, dass ich mir als jemand, der relativ global unterwegs bin, beginne, meine Resonanzfähigkeit, also meine Bereitschaft zu hören, was der andere sagt, die Stimme des anderen wahrzunehmen. Denn das ist ja die Polis gewesen. Man konnte seine Stimme erheben und dadurch Erfahrungen von Selbstwirksamkeit machen, weil diese Stimme gehört wurde und etwas verändern konnte. Heute haben sehr viele den Eindruck, dass ihre Stimme nicht mehr gehört wird und dass sie erst recht in der Politik auch nichts mehr ändert. Und ich mache merkwürdigerweise an mir selber die Beobachtung, dass ich mitmache darin, bestimmte Teile dieser Gesellschaft und dieser Welt als im Grunde genommen in ihren Weltanschauungen so zurückgeblieben zu qualifizieren, dass ich schon gar nicht mehr bereit bin, mich auf Diskussionen einzulassen. Und das ist sehr seltsam. Ich trage selber zu etwas bei, was doch gleichzeitig auch unser aller Problem ist. Wenn es uns nicht gelingt, die Vielfalt der Kulturen dennoch zu einem, wie soll man das sagen, ja, Chor ist falsch. Die sollen nicht im Chor singen, die sollen auch keinen Konsens haben, aber die müssen als Stimme gehört werden. Wenn uns das nicht gelingt, die, trotz der Vielfalt und Differenz der Stimmen, diese doch hören zu können, resonant uns verhalten zu können, dann würde auch ich eher apokalyptisch unsere Zukunft sehen, obwohl ich das nicht tue, weil ich eigentlich ein Feind der Dystopien bin. Also die Frage ist eine wichtige. Ich glaube, wie gehen wir sozusagen mit dem Problem der kulturellen Identität da um, bei allen sozusagen Blick auf die Globalisierung. Also die Frage kann man ja zuspitzen, Frau Krämer, die Sie gestellt haben, ist sozusagen der Kosmopolitismus letztlich eine Sache von bestimmten Eliten, eine Sache von den gebildeten Ständen. Ich zitiere immer gerne Herrn Gauland mit seiner berühmten Rede, ja, also die Golf spielen, denen ist egal, wo sie das auf der Welt tun, aber das einfache Volk sitzt an der Scholle und hat diese Chancen nicht. Und das sind natürlich Probleme, die sich etwa mit der Migration natürlich noch verschärft haben, mit diesem eigenen und fremden Gegensatz. Und ist das eine Sache, Sie hatten auch das Stichwort Aufklärung natürlich erwähnt, ist das eine Sache, die letztlich bis zur Aufklärung vielleicht zurückgreift, dass wir also Verlierer und Gewinner eines Prozesses haben und dass sich heute diese Gewinn- und Verlustrechnung in ganz verschärfter Weise stellt, weil wir eben sozusagen ja um so Reste von Identität kämpfen. Könnte ja sein, Frau Krämer, oder? Also mit dem Wort Identität habe ich Schwierigkeiten. Ja, ich auch. Also aber es wird beschworen. Ja. Also ich folge hier Leibniz mit seiner Idee, dass es nur Einzeldinge gibt. Das ist richtig. Nicht zwei Blätter an einem Baum, nicht zwei Eier sind dasselbe. Aber Identität, außer, das lassen wir es einmal weg, im logischen Sinne, da macht das Sinn. Aber Identität im Sinne von Individualität oder im Sinne einer Kollektividentität, einer kulturellen Identität, halte ich für problematische Konstrukte. Also wenn bin ich höchstens bereit, meinen Personalausweis und das, was da drin steht, als den Kern dessen, was meine Identität stempelt, anzuerkennen. Über alles andere müssen wir uns streiten, Rolle als Mutter, Rolle als Philosophin, Rolle als ich weiß nicht was.
das alles macht doch meine Eigenart aus. Und dann gibt es noch ganz viel Unbewusstes, das ich gar nicht merke. Also im Grunde genommen ist es so, dass es ein ganz großes Problem ist, nach der Identität von Individuen zu fragen. Also John Locke sagte, das ist einfach unsere Erinnerung. Ne? Gut. Und kulturelle Identität ist erst recht etwas Brandgefährliches. Denn jeder weiß, kulturelle Identität heißt, ich sage dir, wohin du gehörst. Und diese Idee, wohin gehöre ich, nicht wer bin ich, also ich finde das eine absolut blödsinnige Frage, egal wie viele wir sind, ist die Frage schon falsch gestellt und ist, finde ich auch, wer stellt sich normalerweise eine solche Frage, wer man ist, aber wohin man gehört oder von wo man kommt, das ist schon eine Frage, die man sich stellt und die wird dann über kollektive Identität beantwortet und ist immer ein Einfallstor für Ideologie und für problematische Form des also Identitären. Auch hier kann ich nur sagen, müssten wir auch hier Ihr Stichwort, das auch das meine wäre, von Ambivalenz aufnehmen. Eigentlich haben Sie es schon angedeutet. Ich bin also ein absoluter Feind des Begriffs Identität und schon gar kollektive Identität. Das halte ich für das Allerblödeste, was man überhaupt propagieren kann. Es gibt ein wunderbares Buch eines Freundes und, wenn man so will, Mithistorikers von mir, Lutz Niethammer, über kollektive Identität, das die ungeheure Schwachsinnigkeit dieses Prozesses, der immer zugleich gemeint ist, nämlich sich seiner Gemeinsamkeiten zu erinnern und alles Fremde zu gleicher Zeit wegzustoßen, sehr, sehr gut herausarbeitet und auch Karl Schmidt präzise auseinandernimmt, der ja einer der intelligentesten Verfechter der Feindidee, die zu gleicher Zeit in der kollektiven Identität angesiedelt ist, war. Aber dennoch müssen wir uns klar sein, wenn zum Beispiel jetzt aus Afrika Philosophen, afrikanische Philosophen sagen, wir brauchen eine afrikanische Sicht auf die Welt und wir brauchen afrikanische Möglichkeiten, uns der Überwältigung durch diese Geschichte sozusagen, die uns immer wieder in den Griff nimmt und die immer die Geschichte der anderen ist, endlich zu entziehen. Wir müssen für uns bestimmen, was ist der afrikanische Blick auf die Welt, dann haben wir einen Anflug von einer, wenn auch politisch gesehen, weit übergreifenden Vorstellung von Identität, aber es ist eine kollektive Durchmusterung der afrikanischen Sicht auf die Dinge. Und ich kann nicht anders als hier mich genötigt zu sehen, da zuzuhören. Was meinen die überhaupt? Was ist der afrikanische Blick auf die Welt? Und was ist möglicherweise dabei, die es vielleicht auch für Sie ganz und gar einfach nicht verzichtbare Moment, auch für sich eine kollektive Sicht ihrer selbst zu entwickeln und zu gleicher Zeit die Welt dabei neu zu interpretieren. Und dann weiß ich doch nur eines. Erstmal muss ich zuhören. Zum Zweiten muss ich die Untiefen eines solchen Wahrnehmungs- und Artikulationsprojektes reflektieren. Und zum Dritten muss ich versuchen, mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen, dass sie im Augenblick nicht wollen. Weil sie sagen, wir müssen uns erstmal über uns selbst verständigen. Wir müssen wissen, wer wir sind. Und wir wollen uns nicht schon wieder von diesen Besserwissern, die alles besser können als wir, vermeintlich besser können als wir, wieder eine andere Sicht der Dinge einreden zu lassen. Kann ich gut verstehen. Ganz kurz, aber das ist eine Perspektive, aber die afrikanische Perspektive, Afrika ist ein Konglomerat, vollkommen verschieden. Das wissen die doch. Ja, und dann gibt es auch noch Männer und Frauen und der Blick einer afrikanischen Frau kann wieder anders sein als die Perspektive eines afrikanischen Mannes. Es kommt auch darauf an,
an welcher Stelle der Hierarchie er jeweils steht. Was ich damit sagen will, ist, dass das natürlich richtig ist, dass wir immer Perspektiven haben, die durch unsere Singularität bestimmt sind. Aber Identität, also ich wäre vorsichtig mit dem Wort afrikanische Identität. So wenig wie ich mich jetzt durch, wie würde das dann heißen, europäische Identität wirklich definiert fühlen würde. Also nochmal, wenn mir der Afrikanische Weltkongress 1962 erklärt, in Algier fand der statt, wir versuchen jetzt ein Projekt des Antikolonialismus, das den vermeintlichen Dekolonisierungsprozess der Europäer durch unsere Interessen und unsere Gemeinsamkeiten bricht. Und wir sind an dieser Stelle gemeinsam. Wir haben in dieser Hinsicht eine zwar unterschiedlich, different erlebte Geschichte der Kolonialisierung. Algier ist nicht der Kongo. Aber dennoch haben wir das Erlebnis einer Überwältigung durch Kolonialmächte, die Furchtbares bei uns angerichtet hat. Und wir versuchen jetzt einen Prozess in Gang zu setzen, der eine eigene Geschichte schreibt und diese als afrikanische Geschichte aus afrikanischer Sicht nimmt. Was ist passiert? Kaum ist das verkündet, haben mit allen Möglichkeiten der Korruption und der Zwischendisposition von europäischen Interessen die alten Kolonialmächte sozusagen mit Hilfsangeboten an die einzelnen afrikanischen Staaten es erreicht, dass schließlich diese damals großartig verkündete Gemeinsamkeit zersprengt wurde und so eine wunderbare Figur wie Lumumba umgebracht wurde von den eigenen Leuten, um nachher, als es den eigenen Interessen plötzlich ganz anders genehm war, zu einem Nationalheros verklärt zu werden. Da war er aber in der für ihn unglücklichen, für seine Feinde aber glücklichen Lage, tot zu sein. Und das ist einfach, worauf wir eigentlich achten müssen. Wenn wir so gewiss sagen, wir wehren uns alle miteinander gegen den Begriff der kollektiven Identität, so dürfen wir doch nicht einfach vergessen, dass es unterschiedliche legitime Interessen seitens der zum Beispiel in diesem Fall auf eine riesige Leitgeschichte der Kolonisation zurückblickenden Gesellschaften gibt. Und vielleicht ist unsere Stimme dabei nur vonnöten, indem wir sagen, nein, bitte erkennt eure Gemeinsamkeiten für euch, aber wenn ihr wollt, sprecht auch mit uns über eine produktive Differenz. Ich glaube, was anderes können wir gar nicht tun. Ich will vielleicht noch auf ein Problem aufmerksam machen, was wir bisher nur am Rande gestreift haben, nämlich gibt es nicht auch einen Zwang, also sozusagen eine heilsame Zwang zur Globalisierung, zumindest ein Zwang zur transnationalen Zusammenarbeit, weil es einfach eine Reihe von globalen Problemen gibt, die sich nicht mehr auf nationale Ebene lösen lassen. Also ich will zum Beispiel, Klimawandel ist natürlich das klassische Thema, was sozusagen an den Nationalgrenzen nicht Halt macht. Wir haben im Augenblick den Coronavirus, der sicherlich auch an nationalen Grenzen nicht Halt macht, weshalb die WHO ja auch sozusagen den Weltnotstand ausgerufen hat. Aber auch die Internetkommunikation wäre ja auch etwas, was sich auch nicht mit den Gesetzen eines Landes irgendwie zähmen lässt, sondern wo es auch einer Zusammenarbeit bedarf. Es ließen sich noch ganz viele andere Dinge nennen. Also gibt es nicht auch einen Zwang sozusagen zu transnationaler Zusammenarbeit aufgrund einfach von bestimmten Problemlagen, Frau Krämer? Darauf würde ich es mal ganz einfach sagen, ja, den gibt es und Sie haben einen Großteil der Zusammenhänge genannt. Das ist die Erhaltung des Planeten in der Natur, das ist die medizinischen Folgen der Globalisierung, die Krankheiten ausbreiten. Ja, und das ist erst recht die Informationsgesellschaft und die Entwicklung der Datenverarbeitung. Allerdings, also ich erinnere mich, dass als ich in den 80er Jahren begann, mich für Computer zu interessieren, war der mit dieser Idee verknüpft, der Computer ermögliche ein Netz, das frei ist von geschlechtlichen, ethnischen, religiösen und so weiter Restriktionen und Grenzen.
In der Zwischenzeit großer Sprung, 30 Jahre später sind wir in einer Situation, in der wir spüren, dass die Datenverarbeitungstechnik diese Utopie eines freien Austausches in jeder Hinsicht so einfach nicht eingelöst hat. Teilweise schon. Es gibt sehr wohl, aber darüber müssen wir uns jetzt nicht unterhalten, dafür würde ich aber streiten, ausgesprochen positive Seiten der Globalität in der Computertechnik. Aber trotzdem wissen wir die dystopischen Momente heute, den Datenmissbrauch, die Probleme, die damit entstehen. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist das Folgende. Ursprünglich dachten wir, Regierungen, Politik hat jetzt nichts mehr zu sagen. Da ist ein Raum entstanden, im Grunde genommen rechtsfrei, politikfrei. Und genau das stimmt aber doch nicht. Wir sehen es ja an China. Und in diesem Fall muss ich sagen, das ist ja fast eine positive Erfahrung, auch wenn wir, es war ganz fürchterlich, wenn ich in China bin und Bing, also plötzlich, ich habe keinen normalen Zugang zu Google mehr. Ich finde das unmöglich, aber es zeigt mir, dass es sehr wohl möglich ist, politisch zu steuern, was von dem wir 30 Jahre zuvor annahmen, dass die Globalisierung diese Art von Steuerung ein für alle Mal ad acta gelegt hat. Also insofern finde ich es interessant und das müssen wir lernen und das müssen wir verstärken, dass Politik unter den Bedingungen der Globalisierung und angesichts der Datenuniversalität nichts ist, was obsolet wurde, nichts ist, was jetzt wirkungslos wird, sondern es gibt sehr wohl Möglichkeiten der Steuerung, der Einflussnahme, der politischen Regelung. Also das ist sicher richtig. Die Frage ist nur, ob es das richtige Instrument ist. Wenn Immunologen sagen, es sei absoluter Schwachsinn, eine ganze Stadt einzukerkern, die ja wohlgemerkt nicht irgendwie aus 80.000 Menschen besteht, sondern aus Millionen, dann höre ich schon genauer hin und frage mich, was kommt eigentlich auch für ein charakteristisches Moment für dieses System, das da seiner politischen Mittel sich gerade mächtig gleichsam bewusst wird und sie auch bewusst einsetzt. Was kommt eigentlich an Charakteristikum für dieses System in der Krisenbewältigung heraus? Und was da herauskommt, ist für mich genauso interessant wie die wahrscheinliche Unmöglichkeit, auf diesem Wege dieses Virus Herr zu werden. Zum Zweiten, hier muss ich wieder doch den banalen Historiker geben. Die Geschichte der sozusagen Krankheiten ist in der Tat global, wie du sagst. Aber sie beginnt nicht im 19. Jahrhundert, sie beginnt im 14. Jahrhundert und zwar mit der schwarzen Pest. Und sie setzt sich fort im 15. Jahrhundert mit der Verbreitung der Syphilis. Und sie setzt sich fort mit der Verbreitung der Cholera und so weiter. Das heißt, wir haben in Wirklichkeit, wenn wir die Krankheitsgeschichte des Globus uns angucken, sehr früh mit globalen Erscheinungen zu tun, die wir nicht steuern können. Also das finde ich ausgesprochen wichtig. Also nicht ist der Coronavirus beginnt uns zu erinnern, dass es diese globale medizinische Problematik gibt. Ich wollte nur ganz kurz zur Korrektur sagen, ich meine natürlich, wenn ich jetzt auf China mich bezogen habe, die politische Steuerung der Datenverarbeitungsprobleme. Ich habe das jetzt nicht auf die ganze Geschichte des Virus bezogen und Stadtabgrenzung und so. Ich will vielleicht noch ein kurzes Problem, bevor wir es dann auch zu Ihnen, zum Publikum öffnen können, nochmal erwähnen, was Frau Krämer gerade am Rande gesagt hat. Die Hoffnung nämlich, dass das Internet sozusagen mal ein herrschaftsfreier Diskursraum wird, in dem sozusagen unabhängig von allen Bedingungen frei diskutiert werden kann. Das ist nicht eingetreten, muss man eindeutig sagen, teilweise sich ins Gegenteil verkehrt. Aber deshalb die abschließende Frage hier an unsere beiden Gäste. Fehlt das nicht? Fehlt nicht sozusagen ein Raum von Öffentlichkeit, in dem bestimmte Dinge diskutiert werden? Also Habermas, den ich ja gerade nochmal zitiert habe, am Ende seines Buches schreibt, resigniert, dass eben sozusagen dass die nationalen Öffentlichkeiten ausgetrocknet sind, zu Arenen der Ablenkung verkommen sind. Dass es sozusagen diese auch
soll man sagen, über die transnationalen Grenzen hinausgehenden Öffentlichkeit gar nicht gibt und dass sie die Hoffnungen, dass sie sozusagen durch das Internet hergestellt werden, sich auch zerstoben haben. Deshalb ist die Frage, ist das eine, sehen Sie das auch als ähnliches Problem oder ist das sozusagen ein altes Habermas-Thema, die Öffentlichkeit und der Verlust der Öffentlichkeit, Frau Krämer? Ja, ich kann im Moment wirklich nicht viel dazu sagen, außer dass ich es als tatsächlich eine extrem wichtige Aufgabe finde, eine neue Form der Öffentlichkeit zu entwickeln unter den Bedingungen der Datenverarbeitung. Denn das und bei dem das Verhältnis von privat und öffentlich ganz anders und ganz neu bestimmt werden muss. Es geht nicht nur um die Öffentlichkeit, sondern auch um die Privatheit. Einerseits haben wir den ständigen Missbrauch privater Daten, andererseits aber haben wir auch eine absolut exhibitionistische Offenlegung all dessen, was früher vielleicht als privat gegolten hat. Und man muss diese ganzen komplexen Zusammenhänge zusammendenken. Ich habe noch kein Rezept, in welcher Weise sich das Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit umzugestalten hat, dass es aber ein Kernproblem der Globalisierung ist und dass wir wahrscheinlich die negativen Auswirkungen der Globalisierung nur bewältigen können, wenn wir solche neue Formen der Öffentlichkeit, aber auch neue Formen der Privatheit finden. Ja. Davon bin ich überzeugt, ohne die jetzt in irgendeiner Weise nennen oder strukturieren zu können. Ja, also Habermas Buch Strukturwandel der Öffentlichkeit war ja auch für die Sozialwissenschaften im Allgemeinen und auch insbesondere die historischen von überragender Bedeutung. Dieses Herausarbeiten der Ablösung einer, ich nenne das mal jetzt mit meinen Worten, emotionalen, heroldischen Öffentlichkeit zugunsten einer bürgerlich reflektierten, durch eine neue Medialisierung der Presse und der bürgerlichen Clubs und so weiter, präsenten, also kontrollierten Öffentlichkeit, die aufklärerischen Prinzipien verpflichtet war, etc. Nehmen wir mal die Einreden, die schon bevor das Buch erschien, gleichsam durch Horkheimer Adorno präsent waren und auf die ja Habermas in der Auflage 3 seines Buches mit einem langen Vorwort versuchte nochmal einzugehen. Jenseits dessen hat er uns doch ein Modell geliefert, in welcher Weise kontrollierte Öffentlichkeit auch als eine Progression von Aufklärung zu verstehen ist. Und genau das ist das Problem. Was wir jetzt haben, ist ein Strukturwandel der Öffentlichkeit im Sinne einer Re-emotionalisierung und Verlust eben jenes kontrollierten Teils öffentlicher, sagen wir, Diskurse zugunsten, also eigentlich einer Porno-Variante. Und zwar egal, ob das sich dabei um Sexualität handelt oder um Politik oder um Gesellschaft oder um Rassismus. Dieses alles wird an der Stelle immer in ihrer sozusagen stärkeren, emotionaleren, in der verschwörerischeren etc. Variante offenbar reizvoller sein als diese kontrollierte, abgewogene, reflektierte Disposition des öffentlichen Diskurses. Und das ist die Gefahr, die ich sehe. Abgesehen davon sehe ich im Übrigen viel das universitäre Wissenssystem durch das Internet auch einige handgreifliche und sehr, 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 sagen wir mal, bedrohliche und bedrängende Gefahren durch ganz andere Arten von Lektüre etc., Verlust der Heuristik und so weiter. Also das alles will ich jetzt mal unerwähnt lassen. Ich könnte natürlich fragen, ganz bevor dann Frau Krämer noch zu Wort kommt, Norbert Elias hat ja die These aufgestellt, dass die Zivilisation und Moderne durch die Hemmung von Emotionen entsteht. Was passiert eigentlich dann, wenn wir sozusagen in einer Gesellschaft uns bewegen, in der plötzlich diese Emotionen wieder eine so immense Rolle spielen? Wollten Sie dazu noch was sagen zu diesem Punkt? Okay, dann machen wir an den Stelle Schluss und ich öffne zum Publikum. Jetzt könnt ihr mir vorstellen, dass die eine oder andere Frage, Sie müssen nur die Lichtverhältnisse ändern.
weil ich sie natürlich überhaupt nicht sehe. Ich blicke in ein großes schwarzes Loch und insofern, ja, wunderbar. Es werde Licht, auch allgemein das Licht der Aufklärung, und wir haben die erste Frage schon. Bitte. Sind die auch noch nicht alle gegangen? Das ist erstaunlich. Ja, ja, ich würde gerne mich noch mal äußern zu dem Begriff kollektive Identität. Und das hat ja was Absurdes, denke ich. Das ist ja fast ein Politikum. Alle möglichen Leute reden darüber, schreiben Bücher darüber. Und fast alle sagen, das ist nicht wirklich fassbar. Einige sogar, wie François Julien, man sollte das ganz streichen. Oder der Historikerkollege Heinrich August Winkler sagt, das hat es eigentlich nie gegeben und damit wir uns eigentlich gar nicht mit befassen. Komischerweise befassen sich aber alle möglichen Leute damit. Ist also eine sehr problematische Geschichte. Was aber gar nicht weiter bestritten wird, vielleicht weil es auch gar nicht so prominent ist, so bekannt ist, ist das von Eisenstadt entwickelte Konzept der primordialen Identität. Und das ist ja eine ganz wichtige Sache, das bestreitet auch keiner. Es ist die ganz ursprünglich, ich erkläre das mal so allgemein, die Gelehrten da oben auf der Bühne kennen das ja mit Sicherheit. Das ist ja, bitte? Ich habe nicht verstanden. Mit Sicherheit nicht. Ach so, gut. Ja, schön, dann habe ich einen weiteren Grund, das nochmal ein klein wenig. Aber trotzdem nicht zu lange reden, nicht, vielleicht wollen nicht, ja einige auch nicht noch zu was sagen. Nein, ja. Nein, nicht zu lange, aber ich kann das ja jetzt nicht so stehen lassen. Ja, ja. Das ist ja klar. Das ist ja diese ursprünglich lebenswichtige Identifizierung, die entsteht zunächst mal zwischen Mutter und Kind, die zur Selbstsicherheit der Person führt, zu Identifizierung und die sich dann ausweitet über die Familienmitglieder, über Verwandte, über Bekannte, über Freunde, über all die Personen, also auch Kollektive, die man selbst unmittelbar wahrnimmt und auf die man dann vertraut. Also eine ganz wichtige Angelegenheit der Sicherheit, so wichtig wie das tägliche Brot. Und je weiter sich dann die Kreise ziehen, die Gruppen werden, desto anonymer wird auch die Möglichkeit, sich unmittelbar selbst zu vergewissern, dass man sich dort sicher fühlen kann. Und dann wird konstruiert, da muss konstruiert werden. Und dann stellt man natürlich ganz bestimmte Dinge in die Welt, die teilweise auch notwendig sind, weil wir ja unmittelbar keinen Bezug haben zu Identifikationsmerkmalen, die vielleicht hunderte von Jahren zurückliegen, hunderte von Jahren zurückliegen, in Denkmälern, in Gedenkfeiern und so weiter und so weiter. Das wird dann also immer anonymer, immer abstrakter und von daher muss immer weiter konstruiert werden im Geschichtsunterricht, in Geschichtsbüchern und so weiter. Und da müsste man sich mal fragen, wenn das so weiter auseinandergezogen wird, dass der Einzelne gar nicht mehr die Möglichkeit hat, durch eigene Anschauung, durch eigenes Erleben und eigenes Erfahren sich in diesem Zusammenhang sicher zu fühlen, dann kommen wir an einen Punkt, wo wir dann schließlich auch sagen können, die weit aufgezogenen Kollektive geben uns diese Identität oder diese Identifizierungsmöglichkeit eben nicht mehr. Bis hin zu der Tatsache, aber damit mache ich dann auch zunächst erstmal Schluss, bis hin zu der Tatsache, dass man in der Vergangenheit vielleicht einen großen Anteil der eigenen Möglichkeiten, der eigenen Identifizierung und so weiter aus eigener Wahrnehmung, so wie ein Neugeborenes zunächst mal, also primordial, herstellen konnte
Und heute nur noch ein kleiner Teil aus eigener Wahrnehmung stammt und der größte Teil medial aufbereitet wird, bis hin zu den Fake News, wobei keiner mehr unterscheiden kann, ist das nun wirklich Wahrheit, ist das Lüge oder was ist das? Es wird uns vorgesetzt, medial übermittelt und wir stehen sozusagen völlig ahnungslos und nicht nur die Dummen, ja, wenn es sie gibt, sondern auch viele andere, die meisten anderen völlig ahnungslos durch dieses Wissen aus zweiter Hand vor dem Problem, dass wir sagen können, also Identität, Identifizierung und so weiter ist da nicht mehr möglich. Frau Krämer, wollen Sie direkt dazu? Also, dass der... Ja, übrigens, mein Name ist Friedrichs, Dieter Friedrichs, nur damit wir nicht so anonym, okay, völlig ohne Identifizierungsmöglichkeit miteinander umgehen. Ja, das, Sie haben ja richtig festgestellt, dass Identität ein völlig unbestimmter Begriff ist. Poststrukturalistisch würde man sagen, ein leerer Signifikant. Jeder gebraucht ihn. Und keiner weiß, wenn man ihn beschreiben soll, was das jetzt eigentlich ist. Es könnte aber sein, dass das genau der Sinn dieses Begriffes ist. Denn schon Heraklit sagt, wir steigen nicht zweimal in denselben Fluss. Unsere Zellen sind in ständigem Austausch. Alles fließt, ist in Bewegung, auch das, was den einzelnen Menschen angeht. Und in einer solchen Situation eine stabile Identität festzustellen, ist eben etwas, das wir projizieren, konstruieren, imaginieren müssen. Und nichts eignet sich so gut zur Projektion, Konstruktion, Imagination wie eine leere Leinwand. Das zum einen. Zum anderen primordial, jetzt, ich habe jetzt verstanden, worauf Sie hinausläufen. Ich hätte das jetzt mal in meiner Naivität ganz anders aufgefasst. Für mich ist Primordialität, wenn meine DNA identifiziert wird. Ich bin identifizierbar durch meine DNA. Absolut singulär. Dazu sage ich nicht mehr, aber das gibt, diese Insel der Stabilität gibt es ja. Es ist aber keine, die ich wahrnehmen kann. Es ist auch keine, die ich selber imaginieren kann, sondern die nur durch die forensische Kraft der Maschine mehr oder weniger überhaupt möglich ist. Und noch eine letzte kurze Bemerkung mit diesem Wissen aus zweiter Hand. Wissen Sie, 98% von dem, was wir wissen, wissen wir durch die Worte anderer. Und wir haben nicht die Beweiskraft und die Plausibilitätskraft, um zu sagen, wer ist mein Vater? Wo bin ich geboren? Ja, im Personalausweis steht es, im Geburtsregister und so weiter. Also in den Schriftdokumenten einer Kultur, die sagen mir, woher ich komme und wer ich bin. Aber ich weiß es ganz sicher nicht. Ich glaube es, aber ich weiß es nicht. Und das, was für diese Unsicherheit, woher ich komme, bei der ich mich verlassen muss auf das, was andere mir erzählen, gilt für all unseres Wissens. Selbst die Mathematiker können ein, zwei Beweise ihres eigenen Gebietes und verlassen sich auf all die vielen anderen mathematischen Sätze, die sie gebrauchen, ohne sie selber demonstrieren zu können. Und deshalb noch einmal, wir Menschen sind Kollektivwesen und unsere Wissen und unsere Wahrheiten beruhen auf dem Wissen weitgehend durch die Worte anderer. Es ist ganz, ganz wenig, dass wir selber an neuem Wissen sozusagen fest begründet in die Welt bringen können. Das war's. Lieber Dieter, du hast ja versucht, gleichsam einen Prozess der Vergesellschaftung vom Einzelnen über dieses familiale Moment, der Wärme etc. bis hin in eine unüberblickbare und eigentlich auch nicht mehr zusammenhaltbare Vergesellschaftung dieses Prozesses beschrieben. Aber du weißt natürlich viel besser als ich, denn wenn ich mich recht erinnere, bist du doch Habilitant bei Lutz Niethammer gewesen. Ja, ja. Der Prozess ist ja in Wirklichkeit einer von unten nach oben, so wie ihn Ferdinand Tönnies und gerade jetzt du in Gemeinschaft und Gesellschaft beschrieben hast. Und es ist zu gleicher Zeit durch die Tatsache,
wie Frau Krämer ganz richtig sagt, eigentlich Identität ein leerer Signifikant ist, eine ungeheure Offenheit für alle möglichen ideologischen Investitionen in diesen Begriff existiert. Und das ist ja das Problem, dass wir im Augenblick auch wieder eine Debatte haben, die genau diese Investitionen, genau genommen sind es keine Investitionen, sondern es sind Usurpationen, wir im Augenblick erleben. Und so etwas wie eine sozusagen nationale kollektive Identität uns von oben nach unten, und das ist das Entscheidende, von oben nach unten und nicht, wie du beschrieben hast, von unten nach oben, affirmiert wird und damit ein Prozess wiederkehrt, in dem Sätze à la Bismarck, Deutschsein heißt eine Sache, um ihrer selbst willen zu tun. Oder deutsche Intellektuelle 1914, die im Aufruf an die Kulturwelt einfach flugs behaupten, mit dem Angriff auf das Deutsche Reich sei die Weltkultur, damit sind wir im Übrigen auch bei einem sehr interessanten Prozess der Projektion, bedroht und sei dabei eigentlich in Gefahr des Verlustes für alle zu versinken. Dieses alles sind Projektionen, die von oben in diesen leeren Signifikanten eingreifen. Und die Tatsache, dass es ein solcher ist, ist sehr schwer durchzusetzen gegenüber diesem ungeheuren Affirmationsdruck. Und das ist ja auch kein Diskurs, wie du selbst eigentlich schon beschrieben hast, sondern du hast es von der sozialen Seite. Es ist eigentlich nicht wirklich kontrollierbar. Wir sind wieder an diesem nicht kontrollierbaren Punkt. Und damit vielleicht erstmal Schluss. Ansonsten hast du das ja beschrieben und danke. Ja, gibt es weitere Wortmeldungen? Hallo. Hallo? Ah, okay. Ja, müsste gehen. Ja, ich habe mal eine Frage. Und zwar kam ja immer wieder oder öfter jetzt der Begriff der Identität auf. Also in den Kuvis setzen wir uns ja auch mit hybriden Identitäten und so auseinander. Und wir hatten vor ein paar Wochen eine Dozentin von der Uni, der Kunsthochschule Köln, glaube ich, da, Isabelle Lorey, und die hat mit uns auch darüber gesprochen und das war sehr, sehr schön. Und unter anderem hatte sie erwähnt, dass der Begriff der Identität ja auch immer so eine Eingrenzung, also auf das Individuum, auf ein Selbst irgendwie mit sich bringt und dadurch dann auch so eine Abtrennung und so eine Vereinzelung oder ich glaube, sie nannte das Vereindeutigung oder so. Und dass Individualisierung, also auch wenn wir sie irgendwie im globalen Kontext betrachten, dann irgendwie auch so eine Gleichmachung bedeuten würde, beziehungsweise so eine Vereinzelung einer Gleichmachung. Oder eine Gleichmachung in der Vereinzelung, irgendwie so. Und meine Frage ist jetzt, also wenn dem denn dann so ist, dass wenn wir von Identitäten sprechen, dass das eigentlich immer nur so eine Vereinzelung ist, braucht es dann eine neue Vorstellung oder eine neue Imagination von Globalisierung abseits von Identität? Und wenn ja, welche wäre das? Frau Krämer. Da würde ich gerne mit der Metapher des Netzes antworten, die ja übrigens heute Abend noch gar nicht gefallen ist. Und ich denke jetzt aber an Leibniz. Leibniz war eigentlich der erste Denker. Das Netz war ja früher eine Falle. Fischernetz, Spinnennetz hat Mobilität stillgestellt bis zum Tod. Und irgendwann hat das Netz eine neue Bedeutung, Konnotation bekommen. Und wurde Stromnetz, Autobahnnetz und so weiter als bewegungsförderlich gesehen. Leibniz, so meine ich, wobei natürlich Netz immer beides ist. Ne? Wenn Sie im Autobahnstau stehen, wird es auch zur Falle. Darum geht es mir jetzt aber nicht. Leibniz, glaube ich, stand an der Schwelle dieses Übergangs. Und er hat eine, wie ich meine, extrem interessante Form entwickelt, in der Individualität und Universalismus oder Kollektivität zu denken ist. Für ihn war das so, dass Individualität dadurch bestimmt ist, dass sich das Ganze auf völlig individuell
perspektivisch gebrochene Weise von meinem Standpunkt, also wirklich, da kommt der Raum, der Ort. Das Individuum hat einen Ort und dieser Ort bestimmt die Perspektive, in der sich der Rest der Welt auffächert und zeigt. Und jetzt aber zurück zu dem Netz. Netze bestehen aus Knoten und Kanten, wie man das irgendwie von der Graphentheorie weiß. Das heißt also, vernetzen kann sich streng genommen immer nur etwas, was ein Knoten ist und damit Individualität besitzt. Das heißt also, Netze haben zur Bedingung ihrer Möglichkeit, dass es Individualitäten gibt, die miteinander in Kontakt treten. Das ist noch keine wirkliche Antwort auf die Frage, wie man diese beiden Dinge, Kollektivitäten, Individualität, zusammendenken muss. Ich möchte nur dafür plädieren, dass es klar wird, dass es darum geht, Individualität zu lassen, nicht einzuebnen und durch Verbindung, Übersetzung, Übertragung, durch alle diese Metaphern, die mit dem Gott des Hermes verbunden sind, also dem, ich bin ja Medienphilosophin aus der Idee des Botengangs, dass man also sieht, dass das nicht Einebnung ist von Individualität. Für Leibniz, das setzt aber einen ganzen Vortrag voraus, war sogar das die Bedingung der Möglichkeit von Individualität. Also beides zusammenzudenken, und ich glaube, die Netzmetapher könnte dafür hilfreich sein. Direkt dazu? Also die Frage ist wunderbar, weil sie für mich nochmal das Problem öffnet, mit dem wir es zu tun haben. Ich halte, und jetzt trenne ich mich mal vom leeren Signifikanten, ich halte Begriffe wie Globalisierung oder Identität für völlig nutzlos. Die sind weder heuristisch aufgeladen, noch in irgendeiner Weise zu gebrauchen. Was wir brauchen, und das ist meine Antwort auf Ihre kluge Frage, persönlich und vielleicht auch über Bildung, Kommunikation, Gespräch, Kooperation in unserer Gesellschaft, eine transsoziale Empathie in alle Richtungen. Und das halte ich für die Brücke, nach der Sie fragen. Wir müssen uns der Welt annehmen und zu gleicher Zeit für uns selbst auch stehen. Und das kann ich alles ausdrücken, ohne mit diesen vermaledeiten Begriffen wie Globalisierung und Identität dabei irgendetwas zu öffnen, was nicht zu öffnen ist. Ja, weitere Fragen oder Kritik, Proteste? Hallo, hier drüben. Ja? Ja, bitte. Namend. Als jemand ohne akademischen Abschluss bin ich eigentlich daran interessiert, Dinge recht einfach zu halten. Nun glaube ich nicht, dass man vielleicht jetzt im 21. Jahrhundert, dass es was Neues ist, über Identität zu reden oder dass man wieder neu diskutiert, sind Menschen in der Lage, sich frei von Gruppierungen zu denken etc. Haben wir nicht das Besondere an der Globalisierung, dass wir heute durch Ausmaße von technologischen Entwicklungen einfach wieder extrem viele Kleingruppen oder Gruppen haben, die eben außerhalb von Entscheidungsprozessen stehen, die nicht mitdiskutieren können, wo eben Sachen wie Zuhören etc. viel wichtiger werden. Und also ich glaube einfach nicht, dass wir jetzt neu über den Bezug von Menschen zu Gruppen nachdenken müssen. Und wir haben ja durchaus auch schon Wege gefunden, mit Minderheiten in Gesellschaften umzugehen etc. Haben wir jetzt nicht einfach durch Technologien viel, auf einmal extrem viele Minderheiten, die eben nicht in der Gesellschaft sind, aber trotzdem von den Folgen eben betroffen sind, ist das nicht eher das Neue an der Globalisierung, als über Identität neu nachzudenken? Ja, wer mag dazu von Ihnen was sagen? Ich finde, das ist ein ausgesprochen wichtiges Zurechtrücken, denn es stimmt, wir haben relativ wenig über die Rolle der Technologie und Digitalisierung gesprochen, vielleicht so am Anfang ein bisschen auf die koloniale Schiene gesetzt, die uns dann eben den Blick zurück eher geschärft hat. Also da würde ich Ihnen zuerst mal völlig recht geben, dass wir im Grunde genommen sinnvoll über Globalisierung nicht reden können, wenn wir nicht überlegen, was bedeutet es. Ich verändere mal, Blumenberg hat ein Buch geschrieben, die lese
Sichtbarkeit der Welt. Und jetzt sind wir konfrontiert mit der Situation der Maschinenlesbarkeit der Daten. Und ich glaube, dass dieses Phänomen absolut bestimmend ist für all die Probleme, über die wir geredet haben. Aber wir haben natürlich nicht über dieses Phänomen geredet. Das ist einfach wahr. Ihnen sollte mehr Aufmerksamkeit dienen als diesem Identitätsbegriff. Das stimmt. Bedeutet das, ne? Maschinenlesbarkeit unserer Daten? Also was bedeutet das für die Datensouveränität? Was bedeutet das? Wie muss sich Aufklärung verändern, um als digitale Aufklärung zukunftsweisend uns Wege zu weisen, wie wir mit diesen Maschinen, und die ja jetzt keine Maschinen mehr sind, sondern die sogar verschwinden in die Umwelt, um da die entsprechenden Praktiken zu finden. Wir stehen vor unglaublich großen Aufgaben, wie ich meine, eine neue, jetzt sage ich von der philosophischen Seite, eine neue Form der Aufklärung zu finden, die um die Datensouveränität, um die digitale Mündigkeit sich dreht. Danke für den Hinweis. Lass mich auch noch kurz dazu was sagen, auch wenn es eure philosophischen Kreise stört. Das Hauptproblem der Technik ist die Möglichkeit, dass sie abgelöst von jeder humanistischen Botschaft tatsächlich hin und her transportiert werden kann. Und damit ohne Reflex, über den wir vorhin sprachen, und davon bin ich eigentlich felsenfest davon überzeugt, dass wir die Verklinkung der Prozesse, der ökonomischen und der humanen Prozesse, weiter behaupten müssen, dass sie aber für die Technik gerade eben nicht gilt. Alle ökonomischen Prozesse sind zu gleicher Zeit mit Bedeutungszuweisungen verbunden. Das gilt aber für die Technik nicht. Die Technik ist ein Konstrukt sui generis, das ganz und gar in sich Aufklärung enthält und sie nicht mitteilt. Und das ist das Problem. Ich kann das nicht lösen. Ich kann aber darauf hinweisen, dass wir uns vor dieser Art von Technizität fürchten müssen, ohne gleich unablässig Heidegger lesen zu müssen. Direkt dazu? Sie wirken, also ich sehe das natürlich anders, aber wir können jetzt nicht den Abend wieder beginnen. Also ich würde generell sagen, dass der Mensch von allem Anfang an ein technisch mediatisiertes Wesen ist, wenn natürlich auch auf ganz anderer Stufe, aber ohne das Werkzeug, ohne die Zeichen, die Bilder, diese Art von Instrumente, ist der Mensch kein kollektives Wesen. Also insofern würde ich von Anbeginn schon mal sagen, unsere Existenz ist immer schon eine technische Existenz, die sich jetzt natürlich radikal geändert hat. Das ist völlig klar. Aber auch da glaube ich, dass wir nicht mit der Haltung der Furcht dem begegnen können, sondern der rationalen Analyse und dem Ringen darum, wie wir, ich habe das Stichwort Datensouveränität genannt, wir hinterlassen ständig Spuren, die von der Maschine gelesen werden können, nicht von uns, kaum mehr von Menschen, Augen und Ohren. Wäre es nicht denkbar, ein Netz zu entwickeln, bei dem wir selber die Besitzerinnen unserer eigenen Datenspuren sind und selber entscheiden können, wer welche Daten von uns nutzt? Ich weiß nicht, ob das geht. Der Begründer des Internet, Werner Lee, der vor circa 30 Jahren das im CERN in Genf entwickelt hat, sitzt an einer solchen Konstruktion, dass wir unsere Datenspuren behalten. Das sind alles für mich die Fragen, wie man diesen Problemen, die sich uns im Moment stellen, eigentlich ohne Furcht und mit der Hoffnung und vielleicht auch der Utopie, dass sie irgendwie lösbar sein könnten, begegnen können. Ja, wunderbar. Damit haben wir ein neues Thema aufgemacht, das wir aber dann in einem anderen Zusammenhang diskutieren werden und diskutieren müssen. Vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie gekommen sind heute Abend. Ich danke Frau Krämer, ich danke Achazu Müller auch für die Diskussion und ich hoffe, Sie haben ein paar Anregungen sozusagen mit ins Wochenende nehmen können und in die Semesterferien. Alles Gute für Sie.